Hallo und herzlich willkommen in Melas Strickstube. In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ich mir einen Kragenloop stricke. Und zwar möchte ich ihn passend zu meiner Mütze stricken, zur Ragmela 21. Davon habe ich auch ein Video gemacht. Könnt ihr mal schauen, wenn ihr möchtet. Und ich werde diesen Kragenloop auch mit dieser Wolle stricken, aus der die Mütze besteht. Und zwar ist das von der Firma Langjans von Wool Addicts die Feier. Sie besteht zu 98% aus Schurwolle und 2% aus Polyester. Es ist sehr weich, sehr angenehm. Und mir wurde diese Wolle freundlicherweise von der Firma Langjans zur Verfügung gestellt. So, was braucht ihr? Wolle, ein Maßband, ein Rundenzähler, ein paar Maschenmarkierer und ich werde diesen Kragenloop stricken mit Nadelstärke 6,0. Ja, dann kann es gleich losgehen. So, die Feier, die Wolle, ist eine sehr dicke Wolle. Und ich habe mir, das ist wie bei meiner Mütze, eine Maschenprobe gemacht oder weiß das noch von meiner Mütze. Bei mir sind 10 Maschen 10 cm. Und dann habe ich mir mal das Maßband um den Hals gelegt. Könnt ihr bei euch vielleicht auch machen. Und ich möchte einen Halsumfang von diesem Kragenloop oder ja, möchte einen Halsumfang von 38 cm. Damit er auch wirklich eng anliegt, denn sonst nützt er mir ja nichts in der Kälte. Und das für 38 cm brauche ich 38 Maschen. Das ist bei mir jetzt eine ganz simple Rechnung, aber ihr könnt das natürlich auch auf jedes andere Garn oder jede andere Garnstärke umrechnen. Ihr müsst dann immer nur schauen, wie viele Maschen ihr auf 10 cm braucht, wie viel Zentimeter ihr dann für euren Halsumfang haben möchtet und dementsprechend die Maschen dann dazu ausrechnen. So, dann werde ich jetzt mal anfangen und zwar mache ich mir eine Schlaufe und werde jetzt 38 Maschen anschlagen. Und wenn ich das gemacht habe, melde ich mich gleich wieder. So, ich habe meine 38 Maschen jetzt angeschlagen und schaue, dass von allen Maschen der Maschenboden nach innen zeigt, sodass die Arbeit nicht verdreht ist. Und jetzt wird die erste Runde gestrickt. Und da setze ich mir einen einen runden Markierer, so, der mir dann immer anzeigt, wann die neue Runde beginnt. Gut, ich sehe das hier im Prinzip auch, wo dieser Faden ist, aber so ist es noch offensichtlicher und einfacher. So, und in der ersten Runde werden jetzt alle Maschen rechts gestrickt. So. In der ersten Runde alle Maschen rechts stricken. So, ich bin jetzt am Ende der ersten Runde hier angelangt. Das ist meine letzte Masche. Dann kommt der Rundenmarkierer rüber und jetzt kommt die zweite Runde und in der zweiten Runde werde ich immer abwechselnd stricken, eine Masche rechts und eine Masche links. Das ist zu Beginn und mit diesen dicken Nadeln, mit dieser dicken Wolle ein bisschen schwierig. Da muss man wirklich seine Finger zu Hilfe nehmen, aber es geht.
Also wie gesagt, die zweite Runde jetzt immer abwechselnd. Eins rechts, eins links strecken. So, jetzt bin ich hier gleich am Ende der zweiten Runde angelangt. So, jetzt kommt die dritte Runde. Und in der dritten Runde werden wieder alle Maschen rechts gestreckt. In der dritten Runde alle Maschen rechts. Das geht einfacher. In der dritten Runde alle Maschen rechts. In der vierten Runde dann wieder eins rechts, eins links im Wechsel. In der fünften Runde dann wieder alle Maschen rechts und so weiter. Und das mache ich jetzt ein paar Runden. Wenn euch das zu eng, zu kompliziert ist mit dieser kurzen Rundnadel, dann könnt ihr auch mit drei kurzen Rundstricknadeln arbeiten. Das habe ich in dem Video zu meiner Mütze gezeigt, wie ich da mit drei kurzen Rundnadeln arbeite. Denn da werden ja immer Maschen abgenommen und es werden immer weniger Maschen dann auf der Nadel. Hier werden später ein paar Maschen zugenommen, da ist es einfacher. Also wie gesagt, ihr könnt das mit drei kurzen Rundnadeln oder ihr könnt auch einen Magic Loop machen, wenn ihr das möchtet. Könnt ihr mal schauen im Netz, wie der geht. Oder ihr könnt das auch mit einem Nadelspiel stricken, wenn ihr damit zurechtkommt. Das ist ganz euch überlassen. So, also jetzt wie gesagt in der dritten Runde alle Maschen rechts, vierte rechts, links im Wechsel, fünfte rechts, sechste rechts, links im Wechsel und so weiter. So, ich habe jetzt mal ein Stückchen weiter gestrickt und habe jetzt die 14. Runde gestrickt. Das sind ca. 8 cm und jetzt möchte ich mit den Zunahmen beginnen, damit dieser Kragenloop an der Schulter jetzt breiter wird. Und zwar habe ich mir da in der 14. Runde jetzt Markierer gesetzt. Insgesamt 8 Markierer braucht ihr, denn ich habe mir 4 Zunahmestellen markiert, wie das im Prinzip bei einem Raglan-Pullover auch der Fall ist. Und zwar habe ich mir da, nur damit ich ungefähr weiß, wie ich die Markierer zu setzen habe, habe ich mir da eine kleine Rechnung gemacht. Und zwar habe ich die 38 Maschen. Ihr müsst natürlich die Maschenanzahl nehmen, die ihr angeschlagen habt für euren Kragen. Also diese Maschenanzahl, bei mir 38, da habe ich 4 Maschen abgezogen. Das sind diese Raglan-Maschen oder diese Maschen, die mir dann hier, ja, die Raglan-Linie anzeigen. Jedes Mal vor und hinter diesen Maschen werde ich jetzt zunehmen. Das zeige ich euch aber gleich. Jedenfalls habe ich von den 38 Maschen 4 Maschen abgezogen. Das sind bei mir 34 Maschen. Die habe ich durch 3 geteilt. Ein Teil für den Rücken, ein Teil für das Vorderteil und ein Teil zur Hälfte für die Arme. Also 34, diese Zahl bei mir, geteilt durch 3 sind 11 und Rest 1. Und diesen Rest, den lasse ich nicht wegfallen, sondern diese 11 kann ich ja schlecht durch 2 teilen für die Arme. Deswegen habe ich diese eine Masche zu den Armmaschen dazu gezählt. Das wären dann 12 und das dann geteilt durch 2 für jeden Arm, also wären 6 Maschen. Das ist aber nur ein ganz grobes, ja, ein ganz grober Anhaltspunkt für mich, damit ich in etwa weiß, wie ich die Maschen oder die Markierer für die Zunahmestellen zu setzen habe. Jetzt habe ich nach meiner Berechnung geschaut, wie ich die
Markiere am besten Sätze, damit diese Raglanmasche, an der ich zunehmen möchte, immer ja, an einer rechten Masche sitzt, also an dieser Linie, wo immer diese rechten Maschen nur zu sehen sind. Und um das zu bekommen, brauche ich für alle Teile eine ungerade Maschenzahl. Und ich hatte ja laut meiner Berechnung hier für die Arme 6 Maschen berechnet und das käme dann nicht hin. Dann wäre dann, wenn ich hier 6 Maschen für die Arme nehme, wäre dann diese Raglanmasche hier über dieser linken Masche und das möchte ich ja nicht. Deswegen nehme ich für die Arme jeweils nur 5 Maschen, also auf beiden Seiten natürlich nur 5 Maschen und diese 2 Maschen, die ich dann übrig habe, die nehme ich noch zum Vorderteil dazu. Und nochmal hier, das war die vorherige Berechnung ungefähr. Und damit das jetzt, wie gesagt, im Muster aufgeht, brauche ich überall eine ungerade Maschenzahl, habe an den Armen jeweils eine Masche abgezogen und habe die dann zum Vorderteil dazu gezählt. So, und dann habe ich mir diese Markiere, wie gesagt, in der 14. Runde gesetzt. Nein, das ist jetzt noch die letzte Masche der 14. Runde. Und jetzt kommt die 15. Runde. Moment, und die 15. Runde, da werden ja jetzt wieder alle Maschen rechts gestrickt. Und ab jetzt, also ab der 15. Runde, werde ich jetzt in jeder zweiten Runde vor und hinter den Markierern eine Masche zunehmen. Also in jeder ungeraden Runde, in der nur rechts gestrickt wird, werde ich zunehmen. Und in der geraden Runde wird ja dann wieder eins links, eins rechts, eins links, eins rechts gestrickt. Dort wird nicht zugenommen. So, Moment, jetzt zeige ich euch das erstmal. Also das ist jetzt hier vor dem Markierer. So, da hole ich mir den Faden. Das ist mit dieser ganz kurzen Nadel nicht sehr leicht. So, und diese Raglanmasche, die stricke ich immer rechts jetzt, damit diese Linie hier bestehen bleibt. Und hier lege ich mir den Faden erstmal so rum auf die Nadel, steche von vorne rein und nehme so rum geneigt zu. Ihr könnt die Zunahmen machen, natürlich wie ihr möchtet. So rum geneigt, andersrum geneigt. Da gibt es keine feste Regel. Ihr könnt Zunahmen auch machen. So, hier bin ich wieder beim Markierer. Hier nehme ich wieder zu. Ihr könnt Zunahmen im Prinzip auch machen, indem ihr einfach einen Umschlag macht. Dann habt ihr ein Loch vor und hinter der Raglanlinie. Das mögen manche. Das könnt ihr, wie gesagt, machen, wie ihr. Das ist Geschmackssache, wie ihr das möchtet. So, hier zeige ich es auch noch einmal. Faden drauflegen und von der anderen Seite dann einstechen. So. Und das mache ich jetzt die ganze Runde. Nochmal in jeder ungeraden Runde jetzt, wenn nur rechts gestrickt wird, vor und hinter jedem Markierer eine Masche zunehmen. In jeder geraden Runde, wenn rechts links gestrickt wird, nicht zunehmen. So, ich bin jetzt hier in der 16. Runde, habe also jetzt hier die 16. Runde angefangen. In der 15. hatte ich ja immer vor und hinter den Markierern zugenommen. Und möchte euch das hier jetzt auch noch mal zeigen. Also ihr strickt jetzt die zugenommene Masche so, wie es im Muster erscheint. Also rechts, links, rechts, links. Das heißt, die neu zugenommene Masche wird in diesem Fall jetzt rechts gestrickt.
Jetzt kommt die Raglanmasche. Die möchte ich immer rechts gestrickt haben, damit diese Linie weiter besteht. Und hier auf der Seite müsst ihr jetzt auch schauen, dass ihr die Masche auch so strickt, wie das Muster ist. Also hier war eine rechte, dann war hier eine linke Masche, dann wird die neu zugenommene Masche auf dieser Seite auch rechts gestrickt und die nächste dann links. Da müsst ihr einfach immer jetzt schauen, wie sich das Muster, damit ihr in diesem Rechts-Links-Muster bleibt, damit die Linien fortgeführt werden. So, hier, das war links, diese Masche links, hier auch wieder rechts, dann jetzt die Raglanmasche, rechts, ups, du bleibst hier, du Schlingel, und hier auf der Seite auch wieder gucken, hier diese Masche war rechts, diese links, dann muss jetzt auch rechts gestrickt werden. Und beim nächsten Mal, wenn ihr zugenommen habt, wird dann die letzte Masche eine linke sein. Also wie gesagt, immer, dass ihr dieses Muster fortführend weiter strickt. Ich habe jetzt etwas weiter gestrickt und bin jetzt in der 24. Runde. Und ihr seht, das sieht dann an den Zunahmestellen so aus wie ein Keil. Also ja, sieht ganz ordentlich aus. So, und in der 24. Runde, genau, die fing hier an, habe ich die Rückenmaschen gestrickt, habe die Armmaschen gestrickt und bin jetzt hier beim Vorderteil, strick diese Maschen jetzt auch noch. Und ach so, ich konnte mittlerweile auf eine 60 cm lange Rundstricknadel wechseln. Das ist dann natürlich angenehmer beim Stricken, gerade bei den Zunahmen und bei den linken Maschen. So, das ist jetzt, wie gesagt, meine 24. Runde. So, links und rechts. Und jetzt werde ich die Maschen vom Arm, vom Rücken und vom anderen Arm abketten. Und zwar mache ich das folgendermaßen. Moment, dass ich hier im Muster bleibe. Links, rechts. Dann stricke ich jetzt die Raglanmasche links. Denn die möchte ich zum Vorderteil dazu rechnen. So, links. Und jetzt geht's eigentlich, oder nein, geht's im Muster weiter. Das sind jetzt die Armmaschen. Rechts und links. Und dann steche ich durch beide Maschen und hole mir die Masche durch, damit das ein lockerer, elastischer, ja, Rand wird. Durch beide Maschen durchstechen, hoppla, und die Masche, nein, das war nicht sauber, nochmal durchstechen, ja, ich bin da in einem anderen Faden, so, jetzt kann ich es ziehen, genau, durch beide Maschen durchstechen, also ihr strickt jetzt im Muster quasi weiter, rechts, links und kettet die Maschen ab. So, und wenn ich beim Vorderteil, also das mache ich wie gesagt jetzt bei den Maschen vom Arm, vom Rücken und vom anderen Arm, und wenn ich hier beim Vorderteil angelangt bin, melde ich mich wieder. So, ich habe die 24. Reihe jetzt hier soweit gestrickt oder habe hier jetzt weiter über den Rücken gestrickt, auch mit 1 rechts, 1 links, 1 rechts, 1 links und habe dann abgekettet und jetzt bin ich am Vorderteil angelangt. Das hier ist die Raglanmasche. Moment, hier hatte ich
rechts, links, rechts, die strecke ich jetzt. Links und kette auch nochmal eine Masche ab. Das war jetzt quasi nochmal vom Arm. Und hier, das ist jetzt die Raglan-Masche, die wird zum Vorderteil dazu gezählt. So, und jetzt könnt ihr entweder mit der 25. oder mit der ersten, ich fange jetzt hier neu an zu zählen, mit der ersten Reihe geht es hier jetzt weiter, denn jetzt werde ich noch ein bisschen am Vorderteil verlängern und in der ersten Reihe werden jetzt alle Maschen rechts gestreckt. So, in der ersten Reihe jetzt am Vorderteil alle Maschen rechts strecken. Jetzt bin ich hier am Ende der ersten Reihe angelangt, habe durchweg rechts gestreckt. So, jetzt kommt die zweite Reihe, das ist jetzt die Rückseite, die Rückreihe, und da strecke ich die erste Masche links. Und damit ich jetzt hier auf dieser Seite dann auch im Muster bin, fange ich hier jetzt auch mit links an. Stricke also links, rechts, links, Moment, rechts. Ihr müsst halt wirklich ein bisschen schauen, damit ihr auf der rechten Seite hier gesehen im Muster bleibt damit. So, und das geht jetzt bis zum Ende der Reihe so weiter. So, ich bin jetzt hier bei meinem Brustteil, habe ich die 16. Reihe gestrickt und das sind bei mir ja gut 10 cm, die ich jetzt an diesem Brustteil hier noch gestrickt habe. Und jetzt werde ich alle Maschen abketten und ich möchte das aber doch noch mal ganz kurz wiederholen. Ich habe also hier am Brustteil in jeder ungeraden, also in der ersten, in der dritten, in der fünften und so weiter, in der ungeraden Reihe habe ich immer die erste Masche links gestrickt und alle anderen Maschen rechts. Und in den geraden Reihen dann in der zweiten, vierten, sechsten und so weiter habe ich die erste Masche links gestrickt und mit der zweiten Masche auch mit links begonnen. Also dann links, rechts, damit es auf der rechten Seite dieses Muster weiterführt. So, und jetzt, wie gesagt, werden die, bin hängen geblieben. Jetzt werden die letzten Maschen werden jetzt abgekettet. Die erste strecke ich wieder links und jetzt strecke ich alle Maschen rechts und kette das, wie ich das bei den anderen Teilen, beim Rücken, bei den Armen gemacht habe. Genauso kette ich das hier jetzt auch ab. So, jetzt bin ich hier am Ende angelangt. Das sind die letzten Maschen. So, und die allerletzte Masche auch noch. Schlaufe machen, den Faden abschneiden, durch die Schlaufe ziehen. So, ich habe mein Teil jetzt beendet, habe den Faden vernäht und zwar mit einer Stopfnadel, also mit einer Nadel mit einem großen Nadelöhr. Da geht das ziemlich gut. Ja, dann ist jetzt mein Winterset soweit fertig. Passend zur Mütze. Die Mütze, falls ihr die nachstrecken möchtet, findet ihr auch in meinem YouTube-Kanal.
in Melas Strickstube unter Rackmela 21. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachstricken und bis demnächst. Tschüss!